Wir zeigen euch heute das brandneue Tamron 35 bis 150mm f2.8 für Nikon Z. Und wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt das wohl daran, dass wir dieses Objektiv bereits letztes Jahr für Sony E-Mount gesehen haben. Für alle, die das Objektiv allerdings noch nicht kennen, sind hier unsere Top 6 Gründe, die dieses Objektiv so einzigartig machen. Kommen wir als erstes mal zur Bauweise und allgemeinen Verarbeitung von dem neuen Tamron. Denn das ist neben der optischen Qualität früher immer so ein bisschen der Nachteil von Drittherstellerobjektiven gewesen. Nimmt man das neue Tamron in die Hand, fällt direkt auf, wie solide und qualitativ hochwertig es sich anfühlt. Haptisch werden hier keine Kompromisse gemacht. Und neben den sehr angenehm verlaufenden Fokus- und Zoomring kommen 3 programmierbare Tasten und ein Modusschalter für 3 frei programmierbare Profile hinzu. Wenn euch an dieser Stelle interessiert, wie das Ganze in Zusammenspiel mit der Lens Utility Software funktioniert, dann könnt ihr euch gerne einmal hier oben unser ausführliches Video zu dem Thema ansehen. Übrigens, mittlerweile gibt es auch eine Android-App, mit der man also auch on the go Änderungen beispielsweise am Fokusring vornehmen kann. Um das Objektiv mit der Lens Utility verbinden zu können, hat es einen USB-C-Port, aber keine Sorge, euer Objektiv ist dabei weiterhin wettergeschützt. Beim Thema Fokus können wir übrigens auch beruhigt sagen, dass sowohl der manuelle als auch der Autofokus sehr gut sind. Mit dem manuellen Fokusring lassen sich präzise Fokusvorläufe erzeugen und durch die Lens Utility können wir sogar einstellen, ob wir einen linearen oder einen nicht-linearen Fokusverlauf nutzen wollen. Außerdem ist das Objektiv parfokal optimiert, sprich der Fokuspunkt ändert sich beim Zoom nicht, was bei vielen günstigen Objektiven nicht der Fall ist. Der Autofokus ist in allen Bereichen solide. Klar gibt es schnellere Objektive auf dem Markt, aber das Tamron ist absolut ausreichend für die meisten Szenarios und das Limit erreicht man vermutlich nur in extremen Bereichen der Sport- oder Wildlife-Fotografie. Ach ja, die Naheinstellgrenze ist vielleicht ein Punkt, in dem das Tamron gegen eine Festbrennweite verliert. Denn hier kommen wir bei 35mm auf bis zu 33cm und bei 150mm auf bis zu 85 cm in unser Objekt heran. Das sollte man auf jeden Fall bedacht haben. Der dritte Grund für das Tamron 35-150 ist das Packmaß. Und obwohl das Teil offensichtlich nicht unbedingt klein und leicht ist, lass uns erstmal erklären, was wir damit meinen. Wie gesagt, mit knapp unter 1200 Gramm ist das neue Tamron zwar nicht unbedingt das leichteste Objektiv, was es für Nikon Z zu kaufen gibt, allerdings kombiniert es durch den einzigartigen Brennweitenbereich von 35 bis 150 mm auch mehrere Objektive im Fotorucksack. Schauen wir uns zum Beispiel mal Hochzeitsfotografen an. Was sind die Klassiker, die man auf jeden Fall immer mit dabei hat? Nun, klar, irgendein Standardzoom wie ein 24 bis 70 und ein Teleobjektiv wie ein 70 bis 200 mm. Diese beiden Objektive wiegen zusammen allerdings schon ein gutes Stück mehr als 2 Kilogramm. Ihr spart euch allerdings nicht nur Gewicht, immerhin ist das 35 bis 150 im ausgefahrenen Zustand immer noch knapp 1,5 cm kürzer als das 70-200. Es ist also einfach mehr Platz im Rucksack. Und ihr spart euch natürlich auch noch ein ganzes Objektiv. Es ist das Objektiv aber auch für Festbrennweiten-Nutzer interessant. Der erste wichtige Punkt für euch Festbrennweiten-Liebhaber da draußen ist die Blende. Denn wie schon erwähnt, hat das Objektiv eine maximale Offenblende von f2 bis 2,8. Und das ist für seinen großen Zoombereich echt stark. Ihr könnt also Porträts mit 35mm auf Blende 2 fotografieren, habt aber trotzdem die enorme Flexibilität. Zwar verändert sich die maximale Offenblende über den Brennweitenbereich recht schnell, aber das ist einfach der perfekten Balance aus Brennweite, Offenblende und Formfaktor geschuldet. Hier seht ihr einmal die maximale Offenblende bei der jeweiligen Brennweite. Man sieht ja ganz gut, wie schnell die Optik Richtung Blende 2,8 abblendet. Gleiches gilt übrigens auch für die minimale Blendenöffnung, die sich hier von f16 bei 35mm auf f22 bei 150mm ändert. Im Idealfall hätte dieses Objektiv natürlich eine durchgehende Blende f2, aber das würde das Objektiv einfach um einiges größer und auch schwerer machen. Dann verlieren wir den großen Vorteil, den uns dieses Objektiv eben bietet. Das führt uns dann auch direkt schon zur optischen Qualität, denn häufig müssen wir hier bei solchen Zoom-Objektiven Abstriche in puncto Schärfe, Aberration und anderen optischen Merkmalen machen. An dieser Stelle haben wir aber ebenfalls gute Nachrichten. Das Objektiv ist in allen Bereichen echt scharf und bietet eine schöne, ausgewogene Farb- und Kontrastabbildung. Das Bokeh ist schön rund, allerdings sieht man bei genauem Hinsehen hier und da ein paar Onion Rings, was bei einem Zoom-Objektiv allerdings nicht überraschend ist und auch nicht wirklich stört. Für Filmemacher schön zu hören, ist die gute Korrektur von Focus Breathing, also auch in dem Bezug haben wir hier nichts zu meckern.
So, was kostet uns dieses Wunderobjektiv denn nun? Wie auch schon bei der Sony E-Mount-Variante liegt der Preis UVP bei 1.999 und damit ist dieses Objektiv wohl eines der interessantesten Zoom-Objektive auf dem Markt. Ganz allgemein ist es aber vor allem auch einfach schön, dass auch der Z-Mount hier weiter mit Objektiven gefüttert wird und wir hier einmal immer größere Auswahl haben. Aber was haltet ihr nun von dem neuen Tamron und ist es interessant für euch? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung, also schreibt uns gerne unten in den Kommentarbereich. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr euch das Video gefallen hat und aktiviert am besten die Benachrichtigung für unseren Kanal, um keine neuen Videos oder Livestreams mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.